Online-Radio Düren, wie immer am Muttertag zur gewohnten Zeit in Sachen Fußball. Wir gehen in die Verbandsliga, in die Mittelrheinliga zum ersten FC Düren. Auswärts heute beim FC Hürth. Auf die Heimreise auf der Autobahn im Bus mit Wasserstoff, Diesel oder E-Bus. Mal abwarten, was uns der Sportdirektor zu berichten hat. Dirk Hurig, guten Abend. Guten Abend. Ja, ein seltsames Spiel heute, ne? Traumhaftes Wetter, aber das Spiel war langweilig. Langweilig kann man nicht sagen. Wir haben eigentlich eine richtig gute erste Halbzeit gespielt, haben es leider versäumt, ein Tor zu erzielen. Und ja, und haben dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr daran anknüpfen können. Der Gegner, ja, hat es dann gut gemacht. Die haben einige Umschaltmomente gehabt, ohne jetzt da viele Torchancen zu kreieren, aber ja, man muss sich dann die eigene Nase packen und einfach sagen, ja, in der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr das so umsetzen können, wie wir in der ersten Halbzeit gespielt haben. In der ersten Halbzeit haben wir sehr variabel gespielt, sehr da ruhig im Spielaufbau, dann wieder Tiefe reinbekommen, hatten einige gute Aktionen, ein paar Mal vielleicht sich falsch entschieden, sagen wir mal, Kontakt vielleicht nicht gut oder dann vielleicht auch eine falsche Entscheidung. Das ist das Einzige, was man der Mannschaft in der ersten Halbzeit vorwerfen muss und dass man halt kein Tor gemacht hat. Ja, der Sportdirektor war außer Reichweite am Freitag auf dem Aachener Tivoli gewesen. Nee, ich war nochmal Kraft tanken für den Saisonendspurt auf Mallorca. Ja, gut, neue Verpflichtungen im Süden bei 40, 50 Grad lässt sich die Unterschrift besser, sag ich mal, auf dem Papier niederbringen. Gehen wir zurück. Alemannia Aachen hat es geschafft. So, der erste FC Düren ist dabei, den Weg zu festigen und, sag ich mal, auch mit dem Erfolg abzuschließen. Das Spiel heute, zwei Eigentore, ne? Genau, also das Spiel ist 1:1 ausgegangen. Wir sind dann ja, vom eigentlich nicht so guten zweiten Halbzeit dann trotzdem in Führung gegangen. Ja, nach einer Hereingabe wurde der Ball halt ja, abgefälscht von einem gegnerischen Bein ins Tor. Ja, und dann ja, sah es so aus, als wenn wir das trotzdem über die Bühne kriegen würden, bis es dann ja, unbedrängt köpft ein Spieler von uns zur Ecke. Und diese Ecke wurde am ersten Pfosten von einem eigenen Spieler von uns dann halt verlängert, hinten lang ins Eck schlug der ein, unhaltbar für den Torwart. Ja, und dann fährt man halt mit nur einem Punkt nach Hause. Aber aufgrund dieser ja, zweiten Halbzeit und des Engagements von Hürten, muss man sagen, war das noch nicht mal unverdient. Ja, Vincent Geimer, letzte Woche ein Traumtor erzielt an der Mariawalder-Straße, heute der Pechvogel. Ja, also laut dem Schiedsrichter, so wie er es eingetragen hat, war es wohl der Winz am ersten Pfosten, der den Ball wohl unglücklich verlängert hat. Also, nichtsdestotrotz. Klar, das Spiel fing nicht so gut an. Wir konnten zwar heute wieder auf David Pütz zurückgreifen, aber Marc Brasnitsch konnte nicht spielen. Ades Omer Basic fiel aus. Und ja, dann musste früh nach wenigen Minuten Georgi Jankowski mit einer Verletzung runter. Und ja, man muss dann schon ein bisschen durchrotieren. Klar, stelle ich mich dann mal breit vor die Mannschaft und sage, wir haben einen guten Kader, auch in der Breite. Da sind halt andere Jungs zum Zuge gekommen, wie Soichiro Kotsuki hat dann rechts gespielt zum Beispiel. Vincent Geimer musste deswegen dann heute mal auf die linke Seite, weil der Trainer Markus Wipperfürth eine kleine Pause geben wollte. Ja, und vorne ist Burak Yirgazlıay reingekommen für David Borst. Ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, sind wir nicht ganz so glücklich, weil wir können es einfach nicht diesen Leistungsabfall in der zweiten Halbzeit erklären, eigentlich, weil wir mehr Aufwand betreiben im Training wie die meisten Gegner. Und dann meistens kommt dieses auch in der zweiten Halbzeit zum Tragen. Und das war halt heute nicht der Fall. Und ja, dann muss man unterm Strich nachher mal sagen, okay, muss man vielleicht auch mal aussetzen, dann mit einem Punkt zufrieden sein. Hennef hat jetzt leider gewonnen. Aber wir haben halt immer noch Vorsprung bei diesen 5 Spielen. Müssen halt gucken, dass wir ja, uns ab morgen im Training wieder dann ja, auf diese Aufgabe Heimspiel gegen Frechen vorbereiten und dann versuchen mit dem nächsten Dreier dann vielleicht nochmal also eine kleine Erfolgswelle oder so mit Ja, Euphorie vielleicht hinzubekommen. die zweite Mannschaft hat heute auch gewonnen, dementsprechend einen guten Grundstein gelegt, für die Landesliga zu stabilisieren bzw. drin zu bleiben. Also spricht alles, sag ich mal, zurzeit an der Mariawalder-Straße, außer dass das Stadion nicht gebaut werden kann. Also die Planungen gehen da schon weiter. Nicht gebaut werden, kann ich ja nicht so stehen lassen. Das habe ich ja letzte Woche schon mal gesagt. Das ist ja nur die halbe Wahrheit. Viele sprechen es darauf an und sagen, ja, da könnt ihr ja nicht spielen, da wird ja nichts passieren. Man schlägt halt einfach einen anderen Weg ein und da gibt es halt schon Planungen und ja, da wird auch in Kürze bestimmt was passieren. Ja, wir sind gespannt. Dann würde ich sagen, eine angenehme Heimreise im Bus. Mit welchem Stoff fährt der erste FC Düren zurzeit?
Noch mit Diesel. Aber aufgrund unseres Präsidenten könnte es vielleicht mal Wasserstoff werden. Mal sehen. Alles klar, vielen Dank, Dirk Ruhe, Sportdirektor vom 1. FC Düren, und einen angenehmen Abend. Danke. Danke gleichfalls. Tschüss.